Regionalfernsehen war gestern. Heute ist Michael TV. Das Videopodcast-Portal im Internet. www.michael.tv. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer von Michael TV. Am Ende eines Jahres 2012, das uns große Schwerpunkte im Bereich der Bildung unseres Nachwuchses gebracht hat, danke ich allen, die zu den Erfolgen beigetragen haben, die wir gemeinsam haben konnten. Wir haben den Kindergarten in der Römerstraße ausgebaut, zwei neue Gruppen gebildet. Wir haben einen Anbau an die Jahnschule vorgenommen. Wir haben den Hort an der Jahnschule ausgebaut und die Realschule ist komplett saniert worden. Und das sind die Schwerpunkte des Jahres 2012 gewesen. Und wir werden in 2013 auch auf diesem Wege fortfahren, dass Brühl eine Gemeinde bleibt, die am Puls der Zeit lebt und die nicht nur, was die Glasfaserkabelausstattung, die ja im letzten Jahr an den Start gegangen ist, dann in 2013 den Bürgerinnen und Bürgern hier noch mehr Freude bereiten wird, sondern wir werden auch weiterhin einen Ausbau der Fernwärme sehen, vor allem im Ortsteil Rohrhof. Es sind einige Straßen, die dort mit Fernwärme versorgt werden, aber noch viel mehr wird im Rohrhof passieren, nämlich dort wird nun der Hochwasserschutzdamm saniert und erweitert, erhöht, und das wird ab Februar die Menschen dort auch wieder beschäftigen, wobei hier natürlich mit einer erhöhten Belastung auch durch Baufahrzeuge zu rechnen ist in Rohrhof, denn dort werden ja, wie gesagt, auch größere Erdbewegungen stattfinden zur Sicherheit der Rohrhoferinnen und Rohrhofer, damit das Wasser beim Rhein bleibt und nicht in die Bebauung hineinläuft. Ja, meine Damen und Herren, viel zu tun gibt es im Jahr 2013. Ihnen jedoch wünsche ich an dieser Stelle erstmal alles Gute, viel Erfolg und vor allem die Gesundheit, die uns allen so wichtig ist.